Steffi, du stehst vor deiner zweiten Saison als Biathletin. Jetzt kommt auch noch Olympia ins Spiel. Aber erzähl uns doch erstmal, wie deine Sommervorbereitung so verlaufen ist. Wo hast du dieses Jahr den Schwerpunkt gesetzt? Ja klar, wieder aufs Schießen, weil da habe ich einfach nur viel dazu zum Lernen und ein bisschen Nachholbedarf im Vergleich zu den anderen. Und ja, einfach eine Verbindung mit Laufen, Schießen und dann wieder Laufen. Da habe ich letztes Jahr teilweise ein bisschen Probleme noch gehabt, das im Läuferischen rüberzubringen. Und an dem haben wir gearbeitet und das funktioniert jetzt auch immer besser. Wie muss man sich denn vorstellen, wie trainiert man das Schießen? Sind da die Pulsfrequenzen ausschlaggebend, dass man schaut, dass man immer auch schnell an den Schießstand läuft? Oder ist das gerade, wenn man das Schießen noch mehr oder weniger neu erlernt, dass man da erstmal in aller Ruhe rangeht und sich Zeit lässt? Das ist wie bei den anderen auch. Also am Anfang geht man in Ruhe drauf, macht sehr viel Ruheschuss, präzise Schuss, versucht einfach ganz genau zu treffen. Und dann wird es immer mehr Puls. Erst mit lockeren Laufen, dann mit immer höherer Belastung bis hin zur Wettkampfbelastung. In diesem Jahr steht ja auch Olympia an. Du hast schon olympische Erfahrung gesammelt und auch Medaillen gewonnen, im Langlauf allerdings. Würdest du dir wünschen, diese Erfahrung auch nochmal im Biathlon machen zu dürfen? Auf jeden Fall. Ich meine, klar, es ist jetzt auch mein Ziel und mein Wunsch, bei den Olympischen Spielen als Biathletin dabei zu sein, aber natürlich möglichst gut abzuschneiden. Aber da gehört einfach so viel dazu, das Quäntchen Glück, und ja, wir arbeiten hart dafür und schauen wir mal, ob sie die Träume erfüllen. Du hast ja bei der Sommerleistungskontrolle und auch bei den deutschen Meisterschaften auf jeden Fall auf dich aufmerksam gemacht, mit sehr guten Leistungen, insbesondere auch den läuferischen. Wie hoch schätzt du denn deine Chance ein, eventuell in der Olympiamannschaft zu stehen? Nein, das ist ganz schwer zu sagen. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Also da müssen wir dann einfach den Winter mal starten lassen und dann sieht man auch, wie es im internationalen Vergleich ist. Und ja, schauen wir. Wie sehen dann die nächsten Wochen bei euch aus, bevor der Winter beginnt? Wir werden jetzt dann noch mit Schneetraining anfangen. Wir waren jetzt bisher die Saison nicht auf Schnee, also die Vorbereitung. Und ja, Anfang Oktober geht es erst einmal auf Schnee. Und dann Anfang November geht es dann nach Skandinavien zu der letzten Vorbereitung. Und dann geht es auch schon los.